Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir haben jetzt eine ziemliche Übermacht gegenüber. Ja, unsere Hoffnung ist, also ich werde spielen, ich könnte mich noch zurückziehen. Das Problem ist, wenn ich mich hier zurückziehe, dann gebe ich eigentlich meine bessere Position auf, weil hier ist überall Wald. Und wenn dieser Heini jetzt nicht geordnet oder geplant zurückfällt, hier der Straße entlang, sondern flieht und in die Wälder flieht und er uns einholt, dann sind wir richtig am Arsch. Und hier haben wir die Möglichkeit, einen Brückenkopf zu einzunehmen und den zu verteidigen. Und das, da könnten wir es sogar zu 30% schaffen. Aber was mich, was mir Angst macht, sind die heroischen Adligen, weil die sind super. Die sind echt gut. Gut, wir haben gespeichert. Ich habe gesagt, letzte Runde, dass, wenn die Legion überlebt, werde ich mich mit der Niederlage zufrieden geben, wenn ich komplett aufgelöst werde, aufgerieben werde. Dann werde ich nochmal schauen, ob die Flucht nicht eine bessere Variante ist. Ich bin mal gespannt, hoffentlich. Yes, das ist gut. Das ist super. Es gibt zwei Übergänge, die sind leider sehr nah zusammen. Es wäre besser, wenn die weiter auseinander wären. So. Die Frage ist jetzt, wo er steht. Also ich will probieren. Was auch eine Gefahr ist, oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass er von irgendwo, also er hat ja eine Armee hier und zwei große Fullstack-Armeen kommen noch. Das heißt, es könnte sein, dass die Fullstack-Armeen von hier irgendwo kommen. Was natürlich total unlogisch wäre, aber es ist möglich. Und jetzt muss ich schauen, also das da kann man mit einer kleinen Einheit verteidigen. Da braucht man schon mehr. So. Ich könnte natürlich versuchen, ich könnte natürlich auch alles auf ein Pferd setzen und meine komplette Armee hierhin tun. Dann ist die Überlegung, ob er mit seiner Armee hier steht oder hier. Die richten sich auch oft nach der Armee des anderen aus, was auch logisch ist. Gut, Adlerkohorte. Die Adlerkohorte kommt mit denen. Also, mein Plan ist jetzt, ich werde meine komplette Armee hier aufstellen. Wenn er so schlau ist und hier auch eine kleine Armee hinstellt, aber die Hauptarmee hierhin tut, beziehungsweise seine komplette Armee hierhin tut und seine Verstärkung nicht von da, sondern von da kommt, dann wird sie hier rüberkommen. Und dann wird ein Zangenangriff passieren, was ich auf keinen Fall haben will. Und wenn das passiert, wenn er seine Armeen hier rüber gehen will, dann schicke ich diese Armee, also zusammen mit der Adlerkohorte, weil die hat noch einen Bonus-Push, quasi. Das seht ihr an dem Feld hier. Das ist Ermutigen. Dann schicke ich die da nach drüben, zusammen mit dem Hauptteil meiner Armee. Gut, soweit die Theorie. Evocati kommen auch vier hier hin. Einer kommt hier. Ne, zwei kommen hier hin. Dann Fernkämpfer. Bis zum letzten
kommen 3 hierhin und 2 hier. Und Kavallerie bleibt hier. Weil der General hat eben auch diesen ermutigen Bonus, aber hier ist ja Adlerkohorte, die schaffen das schon alleine. Nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, die erste feindliche Unterstützung ist gut. So, das sind Steinschleuderer, das heißt, ich werde zuerst ein bisschen angegriffen. So, da ist die zweite Armee. Okay, er versucht schon hier hinten hinzukommen. Das heißt, ich werde mich jetzt auch dahin bewegen. Aber noch nicht mit allen. Sondern erstmal mit der kleinen Armee. Wenn da jetzt noch, also bisher gehen ja nur 2. Das ist kein Problem. Das Problem ist eher, dass er zuerst dahin kommt. So, da mache ich mal aus, weil das sind ja nur Popeleinheiten. So, jetzt kommen zum Beispiel die Streitwegen. Die können hier aber nicht durch. Anscheinend kann die durch. Lol. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, die kommen anscheinend doch durch. Interessant. Dann kommt die die Kavallerie. Okay, was? Schnell, schnell, schnell. Okay, da kommen wir doch ein paar mehr über. Da schicke ich mal auch, das ist gut. Das ist gut, dass ich da angekommen bin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er nicht mit allen drückt. Das ist ein bisschen seltsam. Die machen sich mal wieder so. Na, die haben jetzt Kopfgeld an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber ich glaube, das geht schon. Okay, jetzt kommen die nächsten. Ah, es ist echt seltsam, dass er so immer so wenig schickt.
Warte, ich stelle die mal jetzt hier so auf. Damit sie schräg reinwerfen können. Warte, ich mache einfach Zangenangriff. Einmal hier und einmal hier. Der macht jetzt einen... Will der mich verarschen? Ich dachte schon, der backt sich jetzt durch den Stein, also was er eigentlich auch gemacht hat. Was für ein Fiesling. Warte, was macht ihr denn da? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Vor allem, was macht der so ganz alleine in der gegnerischen Armee, ne? Okay, das ist der hier. Der hat schon ein bisschen was einstecken müssen. Na, das ist alles noch im sehr kristallgrünen Bereich. Er schießt doch einfach hier drauf, oder? Und nicht auf die. So, das ist alles sehr gut. Das Positive hier ran ist auch gerade, dass er irgendwie nicht. Ah, jetzt hat. Oder? Irgendwie checkt er nicht, hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wie er seine Einheiten einsetzen muss. Also da habe ich auch keine Bedenken. Okay, die haben jetzt auch ihre ganzen Speere und Pfeile aufgebraucht. Eine jetzt unserer kommt Einheiten die. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die sind halt ja jetzt ein bisschen blöd aufgestellt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, da habe ich ja kaum welche verloren durch den Tausch, das ist gut. So, da brauche ich jetzt eigentlich... keine Unterstützung. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Der hat nur noch 78. Ups. Da kam halt auch die. Ja, da sind halt auch die krassen dabei. Ich glaube, ich schick mal. Schicke ich noch eine Einheit da. Ich glaube, ich schaffe das auch so. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ich schlage jetzt zum Angriff. So. Ich schlage jetzt zum Angriff. General, bitte nochmal ein bisschen ermutigen.
Da drüben geht's sehr gut. Da ist es alles paletti. Dann gehe ich mal mit meiner Kavallerie rüber und versuche in den Rücken von ihm zu kommen. Ein bisschen die blöden Fernkämpfer da aufzureiben. So. Also im Moment läuft es sehr gut. So, wieder zurück. In Reihe und Glied, bitte. Er hat Glied gesagt, ne? So, hier gehe ich nochmal in die Seite rein. Da wird langsam ein bisschen zu sehr gedrückt. Sehr schöner Wurf. So, jetzt kommt da seine letzte Armee. Der hat einfach so seine Kavallerie da reingeschmissen, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Okay. Das ist halt ja wirklich der Vorteil an dem Platz, den ich gewählt habe. Also. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist halt, überall bei jedem Fluss, also wenn man nah genug ist, ist dann das Gebiet so, dass es zwei Übergänge gibt. Und das, was er gerade macht, ist extrem schlecht, sag ich mal. Er hätte versuchen müssen, meine Armee hier zu binden. Er hat ja genug Männer. Und wenn er es schafft, hier genug Druck zu machen, wie jetzt zum Beispiel, jetzt macht er es sehr gut. Wenn er das am Anfang gemacht hätte, dann hätte ich hier genug zu tun gehabt und hätte dann nicht wirklich aufgepasst, was da drüben passiert. Ja, doch, hätte ich schon. Aber dann hätte ich hier welche abziehen müssen und dann hier drüben eine komplette Armee zum Beispiel aufzuhalten. Und so ist es halt der Fall, dass, also hier ist es viel schwerer, eine Armee aufzuhalten, weil man hier viel mehr Leute braucht als da drüben. Wie hat der das denn jetzt gemacht, hä? Willst du mich verarschen? Der flutscht einfach da durch. Wie so eine kleine Schnecke. Was geht denn da ab? So. Unser General wird angegriffen. So. Der macht da zum Beispiel jetzt gar nichts mehr. Vielleicht wartet er auf die anderen. So.
Jetzt kann ich probieren, zum Gegenschlag auszuholen. Weil nämlich, wenn ich ihn, also jetzt kann ich in den ganzen Spieß umdrehen und ihn dann in eine Zange nehmen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die müssen natürlich jetzt durch den Sumpf hier quasi warten. Da sind die ein bisschen langsamer. Ich hätte auch zum Beispiel hier mit den Fankämpfer hätte ich viel länger warten sollen, also müssen. Warte. Ja. Also einer geht raus, der andere geht rein. So. Der ist jetzt auch ganz an der Front. Den ziehe ich mal auch ab. Wir verlieren Boden. Gar nicht wahr. Wir gewinnen Boden. So. Der General kommt mal ein bisschen näher. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und hier macht er das schon wieder. Mutige Römer bis zum letzten. So, das ist auch easy. Und dadurch, dass ich hier jetzt rübergekommen bin, habe ich eigentlich so gut wie gewonnen. Jetzt darf ich halt ja nur nicht verlieren. Bei so einer Ansage. Nee, aber jetzt, ja, er hat eigentlich seinen Vorteil jetzt verspielt. Aber schafft es zwar immer wieder hier durchzubrechen, aber das reicht nicht mit einer kleinen Einheit. So, jetzt ist er in meinen Kessel. Die sind auch alle frisch. Das ist super. So, hier sind halt. Hier ist so ein fetter Pulk voller Fernkämpfer. Das ist halt sehr praktisch für mich und sehr schön. Und das Gute ist, wenn er sich auf irgendeine Seite konzentriert. Also, was jetzt was gefährlich ist, ist, dass er könnte jetzt die alle. Also hier also in diesem Pulk da lassen und alle anderen hier auf die schicken. Wenn er das macht, dann ist die Gefahr sehr groß für mich, dass ich den Vorteil jetzt komplett verliere. Aber ich habe hier noch Kavallerie. Bye.
jetzt sind die da drin. Bisschen in der Falle. Aber ich kann noch raus. Und jetzt kann ich ja anfangen, seine Nahkämpfer zu fesseln. Und dadurch das habe ich nicht gesagt. Und dadurch halt die Kavallerie ihre Arbeit tun lassen. Und die ganzen Fernkämpfer aufzureiben. So. Aber dann muss man auch sagen, also er hat sich ja jetzt wirklich ein bisschen festgepackt. Ich muss jetzt ja auch hier alles reinwerfen, damit er hier nicht durchbricht. Weil hier ist eine kleine Lücke entstanden, die auch sehr gefährlich, also immer noch werden kann. So. Das habe ich hier ein bisschen zugestopft. Ich muss mich ja aber jetzt auch langsam ein bisschen. Oh. Hi. Ein bisschen beeilen. Weil so lange halte ich hier auch. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Jetzt aufgerieben. Ja, das war die Männer wanken. Nicht mehr ganz so gut. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter weg. Ja, der hat nochmal Verstärkung bekommen. Der hat jetzt noch Verstärkung bekommen. Jetzt muss ich ja schauen, dass ich die hier binde. Und dann mit denen schaue ich, dass ich die noch aufreiben kann. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, also die müssen jetzt so schnell wie möglich die zum Wanken bringen. Sonst gehen die beiden einfach weiter und schießen dann von der Seite mich einfach kaputt. Okay, die kommen jetzt auch daher, aber die da fangen jetzt an zu schießen. Warte, jetzt schicke ich die mal kurz ein bisschen weg. Da kommen ja noch mehr. Der feindliche General ist tot. So, ich muss jetzt, genau, sehr gut. Jetzt wanken alle. Ja, war ziemlich eine anstrengende Schlacht. Aber ja, jetzt habe ich drei gegnerische Armeen
geplättet, was auch sehr gut ist. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht verloren. Also, ich habe noch eine Einheit, die komplett grün ist. Und ja, okay, also die Plänkler, die hat nichts zu sagen. Aber ja. Das mit den Prätorianern mit der Kavallerie war schade. Aber ja, ich habe die ja nicht gesehen. Das war ein bisschen blöd. Gut, ich werde hier jetzt vollkommen aufreiben. Zumindest halt den General. Oder die Generalseinheit. So, gut. Knapper Sieg. 2000 aufgestellt, 5300 getötet. Die Kavallerie war gut. 400. Die habe ich leider in den Tod geschickt. Und die anderen 300, 300, 37, 32, 35, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 6. Also, ja. Das war auf jeden Fall eine extrem gute Schlacht. Und ich habe die ganze Zeit das falsch gesagt. Im Kopf waren das Prätorianer. Aber das war ja nicht mein Kaiser, deswegen waren da keine Prätorianer dabei. Und ich habe sehr viele. Genau. Vernichtet, was super ist. Gut. Die fette Schlacht hat jetzt ein bisschen länger gedauert als erwartet. Oder eigentlich nicht. Also ich dachte schon so 20 Minuten oder so. Ja. Aber ich fand's cool. Gut, jetzt müssen wir da auf jeden Fall eine weitere Kavallerieeinheit reinpflanzen. Und genau. Ja. Dann auf jeden Fall die Stadt einnehmen. Also wir haben jetzt noch, also es ist glaube ich jetzt 54 vor Christus und 51 sabotiert. Wichtige militärische Informationen, das ist egal. Das haben die Computergegner so in Syrakus. Okay, das ist lustig, weil hier das plus 44 ist, aber egal. Okay, dann wird der mal Safety First machen und hier runtergehen. Gut, dich werde ich dann zum Strategen machen. Du hast eine zänkische Frau, bekommst aber trotzdem Kinder, ja? Gut, Auxiliar, Kavallerie kann ich nicht nehmen. Na gut, so. Dann nehmen wir das mal ein, das können wir automatisch machen. So. Gut, ich schweife schon wieder ab. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und du bekommst noch eine Trompete. Bis dann, bye bye. See ya.